Ganz herzlich begrüße ich euch zu unserem Abendgebet aus Maria Laach. Vielleicht kennt ihr das auch. Man ist in der Nähe eines Menschen, der einen anzieht, der einen beeindruckt, von dem man nur staunen kann. Natürlich hat jeder Mensch seine Schlagseiten, das weiß ich auch. Aber in der Nähe solcher Menschen wird mir ganz oft bewusst, was an mir nicht perfekt ist, wo meine Ungereimtheiten sind. In einer biblischen Stelle, in einer Szene, kommt genau das zutage, nämlich bei einer Begegnung von Herodes und Johannes dem Täufer. Wenn er ihm zuhörte, geriet er in große Verlegenheit, und doch hörte er ihm gerne zu, so heißt es von Herodes. Johannes hat etwas in ihm ausgelöst, das ihn konfrontiert hat mit seiner eigenen Schwäche, mit seinen großen Fehlern. Aber anstatt über seinen Schatten zu springen und auf das zu hören, was ihm an Johannes dem Täufer anzieht, ließ er ihn enthaupten. Sowas sollte natürlich in unserem Leben nicht passieren. Aber vielleicht können wir es ja schaffen, über unsere Schatten zu springen und uns inspirieren zu lassen von Menschen, die Eigenschaften haben, die uns vielleicht fehlen. Vielleicht löst das ja auch in unserem Leben Wachstum auf, Faszination und Stärke. Und dann werden auch wir vielleicht in die Lage hineinversetzt, dass andere Menschen sich von uns angezogen fühlen und durch uns Wachstum und Größe erfahren können. Lasst uns diesen Tag mit einem Gebet beschließen. Guter Gott, du schickst uns immer wieder Menschen auf unseren Lebensweg, die uns faszinieren, die uns bereichern und an denen wir vielleicht auch unsere Fehler erkennen können. Hilf uns, immer wieder Wachstum in unserem Leben zuzulassen. Schenke uns eine ruhige Nacht und gib uns morgen die Fähigkeit, aufmerksam zu sein, was an uns vielleicht noch ungereimt ist, was nicht ganz passt, wo wir im Dunkel tappen. Und vielleicht gibst du uns Menschen mit auf den Weg, an denen wir etwas wachsen können, auf dich hin und auf andere hin. Ich wünsche euch einen schönen Abend und eine gute Nacht.